Wir wollen jetzt heute bauen. Und zwar hatte ich ja überlegt, dass wir das Boot umbauen, dass wir weiterfahren. Aber ich habe beschlossen, wir bleiben hier. Ich habe jetzt mal die ganze Nacht hier den Strand gesäubert, wenn ihr so wollt, und habe alles aufgeräumt, was es hier am Strand gab. Ein bisschen auch in der Hoffnung, dass Sachen nachspawnen oder dass Sachen wieder neu angeschwemmt werden. Auch deine Schale, glaube ich. Und ja, also wie gesagt, alles aufgesammelt, was am Strand lag. Der Leopard ist nicht wieder aufgetaucht, was ich jetzt mal grundsätzlich für ein gutes Zeichen halte, dass der wahrscheinlich nicht wiederkommt. Und das nehmen wir natürlich mit, das Fleisch. Und die auch bitte. Hallo? Jetzt. So, mit der Zeit ist es ganz lustig da oben rechts. Manchmal läuft die Zeit weiter, manchmal bleibt sie einfach stehen. Ja, und die Tiere, die schubsen mir hier die Sachen durch die Gegend, habe ich schon gesehen. Muss man echt aufpassen, dass sie nicht Sachen ins Wasser schubsen oder so. Genau, das kannst du einfach mal hier ablegen. Und ja, also das ist all das, was ich nur so zusammengesammelt habe. Siehst du das? Hier? Die spielen Fußball. Ja. Schön sein lassen. Das gibt's nicht hier. Ja gut, da braucht man Behälter, wo man die Sachen reinlegen kann. Also alles auf jeden Fall habe ich hier schon mal so zusammengesucht. Und ich dachte mir, hier diese Seite ist schöner. Außerdem haben wir hier den Wald, den wir abholzen können. Was ist denn das eigentlich? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ach nee, ist nur ein Baumstumpf. Okay. Da drüben sind zwar die anderen Inseln, aber das ist ja jetzt nicht so weit. Und wenn ich nächstes Mal mit dem Floß genau hier in diese Bucht reinfahre, dann passt das schon. Aber hier haben wir, glaube ich, ausreichend Platz zum Bauen. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, das wird noch lange nicht reichen. Ich werde zwischendurch ganz sicher wieder hier Holz holen müssen. Das ist nur das von dem SOS gewesen, was da liegt. Und jetzt brauchen wir als erstes mal einen Bauhammer, ne? Den haben wir gar nicht gemacht bisher. So, Bauhammer bitte. Werkzeug, Bauhammer, Small Stick und Stone Charge. Ich weiß genau, hier sind irgendwo Stone Charts. Irgendwas. Ja, das ist echt du. Also ich weiß, es gibt Stone Charts eigentlich, weil ich hatte versehentlich welche hier. Sind meine Stone Charts weg? Ah, hier. Okay. Kleine Panikattacke, weil ich hatte auch so Anti-Mücken-Spray gefunden. Das habe ich auf den Boden gelegt und das ist dann irgendwie einfach ins Nirvana verschwunden. So, Stonehammer. Kein Platz. Was tun wir denn mal weg? Die Spitzhacke. Ja, ein Grund auch, warum ich gedacht habe, wir bleiben hier, ist, weil es gibt hier Zinn, Kupfer, Gold und Silber. Und ich glaube, das sind die Metalle, die wir hier zur Verfügung haben. Start Building. So, wir haben hier Holz. Dann haben wir hier Metall. Ja, das wäre Luxus. Außerdem sieht das nicht schön aus. Also wir können mit Holz bauen. Und mit Q und E bewegt man sich hoch und runter. Also mir wäre es natürlich lieber, das wäre irgendwie so mit einem Rad, ne? Also da hoffe ich, dass sie da wirklich noch mal ein bisschen was machen diesbezüglich. Man kann auch, ja, man kann drehen, aber man kommt auch jetzt nicht irgendwie hoch oder runter oder so. Also man braucht eigentlich eine flache Fläche zum Bauen. Und
So geht das, genau. Also 4x4 ist definitiv zu klein. Ich würde jetzt mal mit einer Basis sozusagen beginnen. Und dann aber schon irgendwie wahrscheinlich auch anbauen. Ja, aber dass die Sachen erstmal sozusagen verstaut sind. Also ich hätte schon gerne eigentlich so eine Arbeitsfläche und eine Fläche zum... Wie viel brauche ich da jetzt schon mittlerweile? 18. 18. Ja, wir fangen mal damit an. Dann machen wir einen Eingang natürlich. Also wir werden eher in diese Richtung rausgehen. Jetzt die Frage, machen wir den Eingang mittig oder machen wir den, nee, zum Beispiel hier so? Genau. Jetzt müssen wir hier mit E kommen wir runter. Was ist das? Ah. Zwei Stühle. Hocker, Tisch. Okay. Mit E kommen wir runter. War falsch. Das ist eine Tür. Das heißt eine Treppe. Eine normale Treppe oder eine. Ah, die ist, wenn man so einen zweiten Stock bauen will. Das habe ich eigentlich nicht vor. Weil ich glaube, dass es wahnsinnig mühsam ist, das ganze Material zusammenzutragen. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Das sind 20 Holz, die wir brauchen. Mit R kommen wir da wieder raus. Weißt du, vergrößern kannst du immer noch. Und das reicht schon jetzt. Das sehe ich ja schon. Das Holz wird nicht reichen. Ja, so, dann. Ich glaube, man kann das von relativ weit weg schon auch reinschmeißen. Na komm. Das war ja jetzt nur mal das SOS. Ja, siehst du, es reicht nicht. Ja, noch zwei oder drei Bäume. Ich weiß auch nicht, ob es zum Beispiel Sinn macht, so im Grünen zu bauen. Die Granitaxt hat noch 21%. War es zwei? Ja, waren zwei. Warte mal. Dann lass uns mal so einen Zerlegetisch aufstellen. Disassembly Table. Kann ich den da draufstellen? Ja, kann ich. Da, siehst du, dann wird das nämlich schon relativ groß. Also, ja. Ich glaube, ich würde dann, nee, das geht schon mal nicht. Ich würde dann vielleicht so um die Ecke noch mal bauen wollen. Nach vorne raus irgendwie der Wohnbereich. Gut, da gibt es jetzt nicht vielen Tischen, Stuhlen, Bett. Das wird wahrscheinlich das so ungefähr das sein, was im Wohnbereich vorkommt. Aber da kann man ja in die Richtung dann auch noch weiter bauen. Die stellen wir mal als erstes auf. Irgendwie ist das nicht gerade. Kann ich machen, was ich will. Entweder nach links oder nach rechts. Gespubbelt. Ja, gut. Dann ist es halt so. Ja, die braucht vier Loks. Genau. Du bist eine kleine. Du bist auch klein. Hätten wir noch eine größere. Und was ich mir auch überlegt habe, wir haben ja bisher nur die Turnbänder angehört. Wir haben ja noch nicht die Notizen gelesen und auch keine. Ach, guck, der hat drei gegeben. Oh, gib mir die Kokosnuss, bevor irgendeine Krabbe damit abhaut. So, dann können wir jetzt nämlich zum Beispiel hier, meine Granitaxt hat jetzt noch 5%. Und dann gehen wir hin. Legen die hier hin. Hat das jetzt funktioniert? Disassemble. Ja, hat funktioniert. So. Und jetzt kann ich mir die Sachen wieder nehmen.
und baue mir eine neue Granitaxt. Ob das immer so bleiben wird, ne? Also im Moment ist das auf jeden Fall super praktisch. Sonst fängst du wieder an, okay, wo habe ich die einzelnen Materialien dafür und, und. Der hat mir jetzt nur einen gegeben. Da hinten ist noch einer. Gut. Und nochmal ein Baum. Es sind verschiedene Dinge, warum das langwierig ist. Du kannst eben immer nur zwei Stämme gleichzeitig tragen. Du musst natürlich alles. Ja. Jetzt haben wir das. Das ist doch schon mal ganz gut. Und ja, wir sehen schon, wir müssen unbedingt erweitern. Also das reicht bei weitem nicht. Ja, das reicht ganz sicher nicht. Ja, das ist blöd hier, dass das so schief steht. Na gut. War jetzt vielleicht auch nicht die optimale Position, aber jetzt bleibt es da erstmal stehen. Kaputt hacken können wir es ja immer noch. Und ich glaube, wir müssen mal was essen, glaube ich übrigens auch. Ich habe das Gefühl, das war früher auf jeden Fall anders, als ich mal Demo probiert habe. Da ist alles auch im Rucksack verrottet. Das scheint jetzt nicht mehr unbedingt der Fall zu sein, ja. Und genau, was ich gucken wollte, ich habe hier auch das Camp hier unten von diesem Ehepaar ausgeräumt. Und schau mal, die hatten drei solche Becher und die habe ich hier einfach hingestellt, diese drei Becher. Und Drink, genau. Oh, das Wasser war nicht mehr gut. Eieiei. Okay. Und jetzt ist das wieder passiert. Ja, ich wollte das rauspacken und es ist verschwunden. Und ich habe Diarrhö. Super. Das finde ich natürlich Mist. Sehr, sehr, sehr blöd. Und noch blöder ist natürlich, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? In diesem Spiel, dieses Spiel verzeiht es dir echt nicht, wenn du nicht regelmäßig speicherst, ja. Das ist wirklich, uiuiuiui. Das ist nicht so einfach. Nein, ich will in das andere Menü, da will ich rein. Ich will mir nämlich ein Bett bauen. Obwohl, ja, jetzt sind wir, oh, es scheint aber gut zu gehen noch. Mein Durchfall lässt nach, wenn ich das richtig sehe. Also das wird hier viel zu klein sein. Das heißt, wir bauen hier gleich noch an. Ja, okay. Ja, Leute, ich hole mal das Material ran. Wir sehen uns dann, wenn das soweit fertig ist, ne? Ja, ich habe die Plattform hier jetzt nochmal vergrößert. Ich habe den Zerlegetisch zerlegt und ich habe festgestellt, da kriegt man nicht alle Materialien wieder. Und wenn man jetzt hier Wände baut, dann kann man offensichtlich also aus Holz bauen, aus Metall oder eben aus diesen Palmblättern. Und ich glaube, das, was wir am meisten rumfliegen haben, sind diese Palmblätter. Und deswegen werde ich damit mit jetzt bauen. Jetzt habe ich mich so erschrocken, dass es eben so hoch hüpft hier. Warum geht das da nicht? Naja, muss man sich genauer angucken. Und überlege gerade, hier kommt die Tür hin. Da vielleicht auch noch ein Fenster. Ja, schon. Also zu jeder Seite irgendwie mindestens ein Fenster, oder? Beziehungsweise, wenn ich dann hier vorne, davor kommt dann irgendwann wahrscheinlich noch eine Veranda. Also da können dann schon mehr Fenster auch rein in diesen vorderen Bereich. Oder sagen, ich nenne es jetzt mal in dem Bereich, wo ich jetzt praktisch, ich mache mal sozusagen hier so mein Wohnzimmer, Schlaf. Immerhin. Das kann man ja ruhig durchaus abtrennen, ne?
Also Bett, Tisch, Stuhl, so das stelle ich mir so vor, so ein kleiner Raum halt. Und der Rest ist dann eher Werkstatt. Jetzt machen wir mal die Tür. Das wäre dann eins hoch. Ja. Und da nehme ich auch wieder die drei. Und später gibt es dann, das ist mein Schlafzimmer sozusagen. Genau. Und kann mir noch überlegen, ob dann die Tür nach draußen in meinem privaten Schlafwohnzimmer ist oder ob die außerhalb ist. Wobei ich könnte da auch eine Küche integrieren, zum Beispiel noch. Ja. Ich könnte natürlich hier im vorderen Bereich sagen, wohnen, schlafen, essen, kochen. So. Und hier im hinteren Bereich ist die Werkstatt. Genau. Und die Werkstatt, die kriegt nicht so viele Fenster. Mach noch ein Fenster nach vorne raus. Ach nein. Wenn ich das jetzt zum Beispiel ändern will wieder, ich glaube, dann reißt er mir das alles ab. Und womöglich sogar den Boden noch mit. Und da habe ich jetzt keine Lust drauf, also bleibt das so. Und das Dach, das ist jetzt Holz oder Metall. Und warum klebt das jetzt am Boden? Macht das. Ah, okay. Ja, nee, das machen wir aus Holz, das Dach. Es gibt bestimmte Sachen, die müssen unbedingt unter einem Dach stehen. Das ist die Schmiede und das Feuer. Ja, also alles, was mit Feuer ist, muss unterm Dach stehen. So. Ja gut, dann bleibt das jetzt so, weil das, also ich habe so eine vage Erinnerung an die Demo, dass wenn ich ein Teil weghaben will, dass dann alles in sich zusammenfällt. Und das will ich wirklich nicht. Jetzt holen wir uns nochmal diesen Disassembly Table. Oh, ich glaube, mir wird schon leicht schwarz vor Augen. Ja, guck mal, der ist nie gerade, ja. Der ist immer irgendwie so. Das macht dich doch wahnsinnig. Also ich bin eigentlich nicht so ein Riesenmonk, aber ich schon ziemlich blöd. So. Das ist blöd. Also aufpassen, wo man was hinbaut, damit man dann nicht so einen Verlust hat, ja. Wahrscheinlich werden wir eh irgendwann auf eine andere Insel fahren müssen. Ich brauche Schlaf. Ich sollte sowieso unbedingt speichern, was ich natürlich wieder vergessen habe, ja. Denn wenn ich nicht gespeichert habe und was weiß ich, der Leopard kommt wieder oder was auch immer. Dann schlaf mal eine Runde. Siehst du, die Zeit hatte sich hier wieder aufgehängt, aber manchmal läuft die Zeit weiter. Das ist völlig, mir völlig unklar, wann die Zeit weiterläuft und wann nicht. Jetzt wird schon bald Abend. Ich bin noch nicht so wirklich fit. Ich muss was essen und trinken. Aber gut. Get up und iss was. Zwei Kokosnüsse müssten reichen. Ja. Jetzt sagt er 4:30 und es wird dunkel. Naja, gut, Pazifik nahe am Äquator, ne? Das kann schon sein. Das kann schon sein. Komm, die kannst du doch gleich mitnehmen hier. Die habe ich einfach immer überall liegen lassen, aber da müssten reichlich davon da sein. Und wir brauchen 52 Large Sticks und 40 Logs. Ja, ihr wisst, was ich diese Nacht tun werde, ne? Hier sind mal Docks. Zwei. Ich werde das jetzt mal fertig bauen. So, unser Häuschen steht. Und ja, ich habe viel, viel, viel geholzt. Hier steht praktisch kein Baum mehr. Ich glaube, einen habe ich da hinten irgendwo stehen lassen. Was bist du? Du bist eine Krabbe. Und da habe ich auch angefangen, schon abzuholzen. Das heißt, das war jetzt ja einfach mal nur die Basis, ne? Und ich will halt hier diese ganzen Dinge irgendwie auch dann loswerden. Aber die Axt habe ich viermal.
für diesen Bau, glaube ich, 4 oder 5 Mal zerlegt und wieder neu gebaut. Und jetzt machen wir hier irgendwie, ich würde sagen, ja, als erstes mal ein Bett. Also, dass wir so einfach die Basics haben natürlich. Das ist ja ganz wichtig. Ich werde euch da nicht bei jedem Baum, den ich jetzt noch abholzen muss oder so mitnehmen. Aber ja, wir bauen zumindest mal die schematischen Sachen erstmal auf. Ich möchte den richtigen Metallofen. Die Küche haben wir ja gesagt, kommt hierher. Der Herd so da vielleicht. Dann ein normales Campfire würde auch reichen, aber ich finde den anderen irgendwie schöner. Das ist ja. Genau, den Furnace brauchen wir auf jeden Fall auch. Der muss auch unterm Dach stehen, ganz wichtig. Und daneben müsste auch Platz sein für Kisten, also für die Materialkisten. Das kann ganz gut so unter so einem Fenster stehen, ne? Ist das, nee, so rum ist nämlich richtig, siehst du? Und den haben wir richtig rum aufgebaut, oder? Wird schon passen. Dann habe ich gesagt, das Bett. Ich sollte mich mal dran gewöhnen, auch die Sachen tatsächlich zu machen, die ich will. Also wir haben ja wahnsinnig viele Dinge hier aufzubauen, aber wo ist denn mein Bett wohl? Ist das unter Tent? Ja. So, ich schlafe zwischen zwei Fenstern. Gibt es hier irgendwen oben oder unten? Ist nicht so klar, ne? Mein Bett. Ja, Large Sticks habe ich natürlich nicht. Der braucht Small Sticks. Da können wir schon mal Sachen reintun. Das ist gut. Also das ist ruckzuck fertig. Und der braucht Steine und Metall. Also das haben wir auch ruckzuck gebaut. Das wären so die Basissachen. Aber es gibt ja so viel mehr. Ich glaube, hier brauchen wir nichts. Nee, gehen wir mal von oben durch. Die Sachen haben wir. Licht wäre gut. Definitiv. Ich mache mir ein Licht hier. Ups, sorry. Hier so in die Ecke und ein Licht hier am Eingang. Muss ein bisschen gucken, dass wir diese ganzen Materialien dann unterbringen. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass es hier irgendwie so eine Räume dann auch geben soll. Das heißt, ich muss diese Ecken hier, also die Bereiche hier auch freilassen. Dann machen wir das daneben. Und dann hätten wir da hinten noch eine Torch. Also ich glaube, 4 von diesen Lichtern sollten es wohl sein. Ja, ich mache das einfach in die Mitte, wird schon passen. Also in die Ecke, nicht in die Mitte. So, was wollen wir noch haben? Hier war alles durch, da hatten wir nichts mehr, da war das Bett. Dann gibt es kleine Dropboxen und große Dropboxen. Die Dropboxen sind so, ja, du schmeißt einfach den Kram da rein und der liegt dann über untereinander, rollt raus. Also nicht so ideal, ja. Stickholder, oh, das muss man schon draußen aufbauen. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich hier einen großen Lagerbereich machen. Die Sticks machen wir mal hier direkt daneben. Und dann vorne raus eher so die. Upsi. Wisst ihr, da müsste ich noch eine Treppe bauen. Vorne raus dann die Farm. Komme ich da hoch? Ja, komme ich. Gut. Steine hat er gesagt. Ich meine, das ist ja irgendwie sehr realistisch. Mehr als 3 von diesen großen Steinen kann ich nicht tragen. Huch, jetzt waren es nur 2. So. Und da haben wir einen Stick. Das war der letzte Stick. Wie viele Sticks brauchst du? 10. Habe ich keinen Rope mehr? Ja, es liegt draußen. Das brauchen wir auf jeden Fall. 3, 4. Keine Ahnung, wie viel der jetzt haben will. Habe ich schon wieder vergessen. Okay.
Und kein Rope, brauchst du Rope? Ach komm. Nee, Sticks. Kein Rope. Kein Rope. Ja, dann braucht der natürlich auch kein Rope, ist klar. Diese Metallplatten. Vier Stück davon kann ich immer tragen. Da kommt eine rein. Da kommt eine rein. Ah, der Hitpunkt. Ach komm. Da. Da kommt eine rein. Eins, zwei. Zwei noch. Und drei noch. Eins, zwei, drei. Ja, und so werde ich halt diese ganzen Sachen. Guck, der ist schon fertig. Jetzt dann. Hat er das da reingetan? Ja. Hier aufbauen, ne? Aber jetzt gucken wir erst nochmal, was noch wichtig ist. Genau, Stickholder. Lockholder oder wie das heißt. Sticks und Locks. Ich mache den mal ein bisschen ab vom Haus, falls die da länger sind, die da reinkommen. Dann haben wir bestimmt auch einen Large Stickholder. Da ist er. Ja, siehst du? Brauchst du schon ein bisschen Abstand. Und, oh ja, Stone Container, ja. Eigentlich wollte ich das ja alles da drüben haben, aber. Da ist ja, kann ich die Sachen hier trotzdem irgendwie hinstellen? Ja, geht. Guck mal so. Das geht schon. Arrow Basket, Charts. Charts und Regale. Also ich glaube, dieses Weinholder oder Weinreck, das ist für die Flaschenpost, ne? Und die behandeln. Heben wir mal hier im Wohnbereich auf. Dann hätte ich doch. Ja. Hätte ich doch. Ich mach's so. So ein bisschen schräg einfach. Da kommen da dann die Weinflaschen rein. Ist verkehrt rum gewesen, oder? Ist das richtig rum? Ich glaube, passt schon. Meat Fish. Meat Rack. Jawohl. Das muss natürlich in die Küche, ne? Guck mal, das hat so Haken. Dann hängt das da so dran. Neben den Ofen. Das ist auch wieder so schief. Finde ich sehr lustig. Metal Scrap habe ich noch gar nicht. Das kann man vielleicht irgendwie zerlegen. Tool Rack. Wir dahin und Waffenreck. So, passt da jetzt noch eine Wand dahin? Ja, ich hoffe. Warte, das muss ich gleich mal ausprobieren. Das, vielleicht sollte ich die Wände zumindest schon mal anzeichnen. Oh, jetzt ist mein Hammer war kaputt. Eieiei. Mein Hammer war kaputt. Ein, glaube ein Schad und ein Stock. Du kannst gleich mehr Stöcke aufnehmen. Ein Schad und ein Stock für einen Hammer. Schad? Da. So. Jetzt machen wir erstmal da die Tür hin. Das geht. Oh, ja. Ja, schau, das geht nicht. Da stört das schon. Weapon Rack, Kanzel. Gut. Und da stört das. Ja. Gut, dass wir das noch nicht gebaut haben. Da würde ich mich ja am meisten ärgern, wenn ich es dann
zerlegen muss. Oh, das war mein Bett. Ach Mist. Wofür ist das? Okay, so halbe Ablageflächen. Ich tue das mal dahin. Also Türen brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Aber dann sind das diese Container für die Metalle und so weiter. Schafcontainer. Und ich glaube, da machen wir einen für die Shards. Einen für Kupfer. Einen für Zinn. Ja, und einen für Silber und Gold, oder? So, mal so gedacht. Notfalls kann man ja noch was dazu bauen. Arrow Basket, den tun wir hier neben das Waffenregal. Ich glaube nicht, dass wir hier unbedingt Türen brauchen, denn wir sind Arrows, okay. Das ist alles Boot. Das sind die Farmplots, das kommt dann später, denke ich. Ach, guck mal, hier gibt es Zäune, da könnte man auch so einen Zaun um seinen Fertilizer, also Pestizid. Oh ja, Water Collector. Crab Table. Da macht man Gewürze. Oh, die beiden Sachen sind natürlich ganz wichtig hier. Wasser. Vielleicht brauche ich auch mehr als ein Wasser und ein Spinning Wheel. So. Tanning Station. Ja, da kommt einiges zusammen. Absolut. Und ja, ob wir die Krabbenfalle brauchen. Also Fleisch hat man eigentlich von den Vögeln so viel, meine Erfahrung. Ich mache lieber zwei oder drei von diesen Fallen hier. Weil wir ja auch die Federn haben wollen für unsere Pfeile, ne? Ja, gut. So, und das meiste, was wir jetzt brauchen, das können wir zum Beispiel schon mal reinpacken, sind wahrscheinlich Sticks in irgendeiner Form. Short Sticks, Long Sticks, irgendwas mit Sticks. Du brauchst Sticks, du brauchst Large Sticks, du brauchst Large Sticks. Also Sticks, Rope. Und Sticks. Dann kriegen wir hier auch ein bisschen Ordnung. Das ist mir echt ein Anliegen. Das bin mir auch nicht sicher. Also teilweise hatte ich hier auch Sticks hingelegt, wo ich dann hinterher dachte, sind die jetzt verschwunden? Ja, damit werde ich mich jetzt beschäftigen. Ein letzter Blick nochmal hier rein. Aber das andere sind Waffen. Da können wir noch gar nichts. Und das war es dann im Grunde genommen an Einrichtung erstmal. Damit werde ich mich jetzt eine ganze Zeit natürlich beschäftigen. Und was mir noch eingefallen war, wir haben hier ja diese... Genau, jetzt haben wir hier diese Flasche. Als letztes wollte ich nochmal in die Notizen gucken. Ich will jetzt nicht die ganzen Notizen vorlegen. Das können wir ein anderes Mal auch machen. Immer so stückchenweise, denke ich mir. Ich dachte, womöglich habe ich bestimmte Sachen nicht gefunden, weil ich das einfach ignoriert habe, weil ich zum Beispiel das hier gar nicht angeklickt habe. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Radio Tower Notizen angeklickt habe. Deswegen nehme ich mal hier die Bottled Notes. Und klick die einmal durch, dann sieht das für das System vielleicht so aus, als hätte ich das gelesen. Dann lesen wir das. Vielleicht finden wir dann auch auf dieser Insel noch mehr Sachen. Wisst ihr, was ich meine?
Und auch das klicke ich hier mal durch. Vielleicht hilft uns das weiter. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es hier auf dieser Insel gar nichts gibt. Das ist so ein bisschen der Punkt. Genau. Ja, und ich suche jetzt hier weiterhin die Sachen, Materialien zusammen und farme und räume den ganzen Schmuh hier auf, dass alles wieder ordentlich ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.